So, diese Runde geht's mal ums Freischalten von Waffen aus den DLCs. Und deswegen habe ich mir auch einen schönen dicken Server gesucht mit 1000 Tickets oder noch mehr sind's ja mittlerweile, um alles jetzt in dieser Runde abhaken zu können. Ich habe vorhin eine Runde gespielt, die wollte ich eigentlich hochladen. Hat dummerweise die Aufnahme nicht funktioniert. Deswegen seht ihr die auch nie. Da hatte ich das mit dem Shotgun-Kills versucht, die ich jetzt auch probieren möchte. Ich habe mir nämlich so eine schöne Liste gemacht. Und da ist eben eine der Aufgaben, um die DAO-12 freizuspielen, ein Shotgun-Ribbon. Und dafür brauchst du, soweit ich weiß, 5 Shotgun-Kills in einer Runde. Und das Tor an der Kaspischen Grenze soll man einmal herablassen, beziehungsweise herauf. Und das kann man eben nur auf der Kaspischen Grenze machen. Deswegen bin ich ja auch drauf. Ich möchte allerdings auch noch einen Mörser-Kill schaffen und was wollte ich noch schaffen? Nee, das war's erstmal. Einen Mörser-Kill und vielleicht mache ich dann noch das ein oder andere, muss ich noch 3 PDW-Ribbons machen, aber die schaffe ich eh nicht. Auf der Map zumindest nicht. Aber ich glaube, mit dem ersten Auftrag habe ich schon genug zu tun. Denn auf der Map einen Shotgun-Kill zu machen, das ist echt eine Krankheit. Das ist echt kein Spaß. Das sage ich euch. Und ja, okay. Ja, hier haben wir aber schon den ersten. Wieso? Wieso? Ja, wieso? Ach, glaub's ja wohl nicht. Hat der viel geschluckt? Hat der viel geschluckt? Okay, aber zumindest hat er geschluckt. Hier ist noch irgendwo sonst. Hier ist noch irgendwo wer. Sonst könnte ich die Flagge hier abhängen. Ah, weil die Shotguns scheiße sind. Aber ich muss es ja spielen. Es ist dumm. Ich will ja die DAO-12 haben, weil ich die in Battlefield 3 so geil fand. Und ja, es geht einfach auch darum, ich bin so jemand, ich will halt gerne viel freispielen. Und die meisten, das war auch in Battlefield 3, so in Battlefield 3 habe ich ja mittlerweile, oder auch schon was länger, alle Waffen und alles drumherum freigespielt. Ich glaube, das Einzige, was mir noch gefehlt hatte, waren für den Schützenpanzer noch 2 Unlocks. Ansonsten hätte ich soweit eigentlich alles freigespielt. Und ob ich das in Battlefield 4 schaffe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mache ich das so stückchenweise immer mal so ein bisschen. Mal so ein paar Aufträge hier, mal so ein paar Aufträge da. Da kommt man schon einiges zusammen. Jetzt haben wir hier vorne 2 Freunde. Okay, zumindest einen haben wir erwischt. Jetzt sind nur noch 3 Kills. Aber vielleicht kann ich hier schon mal das erste erfüllen, nämlich hier. Oh. Ah, das ist das, steht er da hinten. Zumindest schon mal. Oh. Okay, schon mal 3 jetzt erwischt. Das geht ja ganz gut jetzt gerade. Vorhin, da weiß ich noch, da habe ich. Oh, rumgeflamed. Okay. Habe ich rumgeflamed, weil ich so lange gebraucht habe. Aber jetzt mittlerweile geht's. Da müsst ihr das eigentlich hinkriegen. Ja, und dann halt den einen Mörser-Kill. Da müsste ich eigentlich auch noch was freispielen. Und ja, dann habe ich zumindest. Dann mache ich einfach eine Fun-Runde noch draus. Und mit 64 Spielern sind diese 1000 Tickets auch schneller weg, als man denkt. Als es einem lieb ist. Oh, ich verheiz jetzt mal einen Jet, das soll man ja nicht machen, aber ich bin jetzt mal einmal der Ego-Mensch. Ihr wisst ja hoffentlich, wer mich regelmäßig schaut, weiß ja, dass ich eigentlich Teamspiel-Mensch bin, dass ich eben hier eine F35 einmal verheize. Soll man nicht machen, ist auch dumm, aber oh, jetzt ist klar, dass hier direkt die Kugeln reindonnern bei mir im. Ah, da hinten ist einer gestorben, gekratzt, kann man sagen. Ja, ist, komm mal von hinten. Okay, ja, das ist tatsächlich. Langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen, denn diese Tickets sind so schnell weg. Aber habe ja schon 3 Kills. Und, das müsste eigentlich funktionieren. So, okay. Ja, Battlefield 4 ist natürlich wieder schön zu sehen. Ich habe jetzt letzten Tage viel Horror gespielt. Und dann ist es wieder schön, mal ein gut bekanntes Battlefield zu spielen. Und, ja, ich freue mich eigentlich. Es sieht auch einfach genial aus, ist ja. Tolles Spiel, kann man sagen. Zumindest von der Optik her. Ob es jetzt besser ist als Battlefield 3, weiß ich nicht. Ich bin immer so ein Typ, ich sag dann, das klingt vielleicht komisch, aber Battlefield 4 ist mit Sicherheit das bessere Spiel, aber nicht das bessere Battlefield. Das bessere Battlefield ist mit Sicherheit Teil 3. Okay, jetzt sind wir schon bei 4. Das ist so ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Meine Meinung dazu. Also Battlefield 4 hat halt coolere Dinge als Battlefield 3 durchaus. Ob die aber für ein Battlefield wichtig sind, ist halt die andere Frage. Deswegen, so kann man das erklären. Ah, jetzt kommt hier einer hin. Geil, jetzt kann ich den fünften noch klar machen. Jetzt müsste ich eigentlich einen Shotgun-Ribben kriegen. Kriege ich nicht. Warum? Weiß keiner. Kommt das jetzt im Nachhinein noch?
Wieso ich jetzt hier keinen Shotgun drin kriege? Vielleicht muss ich 6 Kills machen, weiß ich nicht. Das wäre auch noch möglich. Jetzt mache ich aber, bevor es verjährt, hier mal den einen Auftrag mit dem Tor. Ja, macht der auch schon hier. Dann mache ich halt die andere Seite. Ist mir egal eigentlich. Oh, jetzt kommen hier hinten sofort die Kugeln rein. Jetzt lass mich hier kurz rein. Ach komm, lass mir doch einmal... jetzt geh weg! Jetzt zieh dich! Jetzt warte ich kurz, bis der Stopp hier wieder geht. Gut. Oh, ich hoffe, dass das damit gemeint ist, also mit dem Tor ablassen. Mach ich noch einmal runter, gut. Ich hoffe, dass es damit gemeint ist. Man weiß es ja bekanntlich nie. Aber ich hoffe mal, dass es das Richtige in dem Fall ist. Okay, dann muss ich wohl doch noch einen Kill machen oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht. Das werden wir auf jeden Fall jetzt sehen. Aber bisher geht es ja schon mal ganz gut. Und dann als nächstes, wie gesagt, den Mörserkill. Da möchte ich als nächstes dann drauf Okay, einen haben wir schon mal. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, das Ding bekommen. Jetzt müsste ich es bekommen haben. Schauen wir mal im Respawn-Menü nach. Ja, komm. Ja, geil. Perfekt. Ja, da ist die DAO, geil. Okay, das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat was geschafft, was man sich Ziel gesetzt hat. Okay, jetzt mache ich mal aber die AK-12 rein, die fand ich ganz gut. Hier mache ich jetzt mal die Kanister, oder warte, ich überlege gerade. Nee, ich bleibe mal bei dem, aber machen wir das koaxiale SMG rein beim Panzer. Und jetzt heißt es Mörser, jetzt muss ich mir den Mörser mal reinpacken. Habe ich zum Glück schon freigespielt. Deshalb setze ich mich irgendwo mal hin mit meinem Auto und mache jetzt den Mörserkill. Da ist sie. Die DAO 12. Und jetzt, ja, da ist der Auftrag. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wo gehe ich am besten? Ich stelle mich am besten hier mal so ein bisschen auf die Pläne. Vielleicht da hinten zu dem Steingeröll hier. Ja, vielleicht hier irgendwo mal schauen. Steige ich mal ab. Und dann irgendwo hier hinten mal hinstellen. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. In Battlefield 3 wusste ich es, jetzt in Battlefield 4 kann man den, glaube ich, stationär hier irgendwo aufstellen und dann kann man weggehen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Oh. Ja, genau, jetzt kann man, soweit ich weiß, weggehen. Jetzt kann ich mich nämlich mal hier hinten hinstellen und mal hier mich mal reinlegen. In Battlefield 3 blieb man direkt am Mörser stehen sozusagen. Das konnte einem zum Verhängnis werden, sag ich mal. Jetzt kommen hier drei Mörser runter. Jetzt trifft halt keiner, weil der Panzer halt weggefahren ist. Na gut. Ah, da mal einen. Ein. Jetzt komm, schlag ein. Ja, geil. Ja, da ist direkt der nächste Auftrag. Gut. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ah, die RPK. Die gab es auch schon in Battlefield 3, soweit ich weiß. Ach, noch getroffen. Na gut. Jetzt ist er ausgestiegen. Gut. Ja, gut. Aber jetzt ist er leider, der Mörser hat nicht mehr unendlich Munition, wie das in Battlefield 3 noch der Fall war. Jetzt ist er, glaube ich, schon am Ende. Aber ich weiß gar nicht, inwiefern da noch nachgeladen wird. Also ob man da noch... Ja, jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ja, jetzt ist, soweit ich weiß. Ja, jetzt... nee, immer einer kommt noch rein. Okay, dann ist es dann doch ein bisschen angenehmer, dann damit noch ein bisschen rumzuspielen. Kann man jetzt noch ein bisschen machen. Ich kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen mit rum machen. Denn da habe ich dann, glaube ich, auch einiges von. So, okay, den können wir noch wegkillen. Ja, wieso der jetzt nicht gestorben ist, sei mal dahingestellt, aber da, Dreier, jetzt können wir einen Triple Kill abstauben. Ja, schön wär's. Hilfe bei Kill 12, das hätte mehr sein dürfen. Ja, jetzt brauchst dann wieder ein bisschen, bis er nachlädt. Da sind zwei, aber ich glaube, der trifft da. Das sind, ah, ne, die laufen weg. Okay, na gut. Egal. Ich glaube, es gibt auch in dem Fall noch Rauch. Also man kann auch den Rauchgranate wechseln. Das war zumindest in Teil 3 war das noch so, dass man da auch Rauch spielen konnte. Aber, weiß ich nicht. Man kann ja wechseln hier zwischen Rauch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt immer noch geht. Oh, jetzt hier, da. Ah, hier haben wir auf dem Dach noch einen. Oder mehrere sogar. Jetzt laufen die genau dann weg, wenn ich da hinschieße. Aber den haben wir, glaube ich. Der ist, glaube ich, da. Man ist halt auch beim Mörsern auf die Unterstützung des Teams angewiesen. Wenn man nämlich... da haben wir einen gehitmarkt. Wenn man nämlich... man kann ja nur Feinde sehen, die gespottet sind.
Und wenn die es nicht sind, dann kann man die auch nicht sehen. Dann kann man halt im wahrsten Sinne des Wortes ins Leere schießen. Aber ja, jetzt haben wir ja hier gut gespottete Gegner. Da kann man auf jeden Fall schon mal eine Kugel, so eine Mörsergranate reinlassen. Oh, jetzt haben wir da ein schönes großes Gegner, eine Gegneransammlung. Aber jetzt fehlt die Munition. Na gut. Ja, jetzt kommt nichts mehr. Ah, doch, eine noch. Da ging noch eine. Ja, jetzt steckt es genau daneben ein. Schade. Muss man genauer zielen. Kann man eigentlich auch zoomen? Weiß ich gar nicht. Mal probieren. Ja, nur auf meiner normalen Minimap. Jetzt schlägt vielleicht eine ein. Weiß nicht, mal schauen. Ja, jetzt schlägt sie genau daneben ein. Probiere ich auch nochmal aus. So, jetzt müsste sie eigentlich genau treffen. Ja, jetzt. Naja, dann halt eben nicht. Dann halt nicht, dann halt nicht. Ah, der Schwenkbereich ist auch verdammt groß geworden. Also im Teil 3 hatte man den nur so im vorderen Bereich. Jetzt kann man sich eigentlich 360 Grad drehen. Und das ist doch eigentlich sehr, sehr schön. Oh, noch schöner wäre es, wenn ich noch einen Kill machen würde jetzt. Ich muss ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich glaube, dann schlagen die besser ein. Jetzt schlägt er wahrscheinlich daneben ein. Ja. Jetzt war halt zu viel weit rechts. Links meine ich. Jetzt. Ah, dann schlägt er halt nicht ein. Na gut. Jetzt ist da auf jeden Fall. Hallo? Messerkundschaft vielleicht? Hat er mich nicht gesehen? Ah ne, es war ein Verbündeter. Ich dachte schon. Das wäre jetzt aber schöne Messerkundschaft gewesen. Ich nehme den Mörser. Achso, mit F, okay. Ich nehme den. Hallo. Richtig falsche Taste. So, jetzt habe ich ihn dabei. Ja, da haben wir die Patrones. Patrones. Jetzt lade ich mal. Achso, ne, jetzt. Brauche ich eher das. Gut, dann kriege ich da ein bisschen was. Gibt halt für mich Punkte in Zweifel und für ihn dann eigentlich auch. Cool, jetzt konnte ich direkt zwei Aufträge mit einer Klappe schlagen, nämlich in einem Spiel. Die anderen Aufträge, die ich mir noch aufgeschrieben habe, kann ich jetzt hier wohl nicht machen. Das wäre nämlich einmal 10 Kills in der Metro und 2 Kill-Assist-Rippen in einem Spiel. Geht logischerweise nur auf der Karte Metro, aber da haben wir direkt die nächste Waffe freigespielt. Das ist ja genial, jetzt schalte ich hier. Das war jetzt zwar kein Auftrag, aber über EP-Punkte halt freigespielt. Und was habe ich noch? PDW-Ribbons, muss ich noch 3 spielen. Kann ich hier auch schlecht machen, denn PDWs sind auf der Map eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, 10 Kills mit einem LVG-Granatwerfer und mit einem Pfeilmunition. Das kann ich hier aber auch nur schwer machen. Das sind so Sachen, die muss man auf der Metro am besten machen. Also sowohl als auch PDW-Ribbons als auch die Granatwerfer-Dinge sind alles. Das konnte man halt in Battlefield 3 alles super auf Metro erledigen. Generell konnte man nahezu alle Aufträge auf der Metro und am besten halt eben in der Metro erledigen, weil das halt so eine Punkte-Farm und sonst was Farm war. Also konntest du eigentlich universal alles irgendwie farmen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt wieder in Battlefield 4 dabei ist. Naja, zumindest für die Second Assault-Besitzer. Aber ich gehöre ja dazu. Ich bin ja Premium-Mitglied und habe somit ja auch die ganzen Sachen. Apropos Premium, jetzt kommt ja dann Neville Strike raus in den nächsten Tagen. Wir haben jetzt heute den 23. Heißt, am 25. kommt Neville Strike für die Premium-Mitglieder raus. Ja, was ich mittlerweile wohl sicher weiß, ist, dass man halt eben die Trägerschlachten, die wird es nicht geben. Das hatte ich ja sehr gewünscht, aber na gut, gibt's wohl nicht. Dennoch wird Neville Strike sicherlich ein cooles DLC. Mache ich auch wieder ein Review zu. Und ja, ob man es halt kaufen sollte, weiß ich halt nicht. Ich weiß es ja sowieso schon. Ich habe ja Premium, habe somit ja Neville Strike auch schon im Besitz sozusagen. Also ich muss mir ja da nichts mehr überlegen, ob ich es noch kaufe oder nicht. Aber gespannt bin ich auf jeden Fall weiterhin, wie die Maps werden. Ist halt Seeschlacht pur und auch die Hovercraft oder Hoovercraft Fahrzeuge sind sicherlich cool. Mit denen kann man ja im Wasser und an Land fahren. Und das wird sicherlich einen Heidenspaß machen, auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall alle, glaube ich, riesen Spaß mit haben. Ja, direkt zwei weggehauen. Da werden wir auf jeden Fall alle riesen Spaß mit haben, glaube ich. Deswegen, allein dafür lohnt sich wahrscheinlich schon mal Premium. Wobei ich sagen muss, dass wohl diese ganzen Motto, ich finde dieses Motto, was es in Battlefield 3 gab, es gab ja dann irgendwie zu jedem DLC ein richtiges Motto. Also Back to Kharkin war ja, wissen wir ja alle, dann sozusagen das DLC
für die alten Battlefield 2-Karten, also so ein bisschen das Second Assault halt, ne? Und dann gab es dann Close Quarters, meine ich, das kam als nächstes. Close Quarters war dann ja Nahkampf und das Problem ist halt, ob es nochmal Nahkampf geben wird, weiß man halt nicht. Deshalb, also ob es sowas nochmal in der Art geben wird. Dann gab es halt Armored Kill, das war halt riesige Fahrzeugkarten. Dann gab es Aftermath, das war so auch Infanterie, aber halt eben größere Karten. Und dann halt Endgame. Endgame war nicht so richtig Motto, das war halt einfach nur ein normales DLC, normale Battlefield-Karten. Halt mit Capture the Flag hatte allerdings kein Motto. Ich hoffe, dass noch mehr Motto-Karten in Battlefield 4 kommen. Also, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt ein Motto, beispielsweise Nahkampf. Und das gab es bisher noch nicht. Also ist klar, Second Assault gab es. China Rising war zwar ein bisschen Armored Kill, aber halt eben auch nicht so das richtige Armored Kill. Denn die Karten waren allesamt, ja, das waren halt große Karten, aber halt eben nicht so extrem fahrzeugmäßig gemacht. Ja, Neves Tyrak wird zwar ganz klar das Motto See haben, aber das Motto See hat ja im Grunde schon das ganze Battlefield 4. Also, das ist ja nicht so, als gäbe es so noch nicht. Battlefield 4 hat ja fast jede Karte, hat ja eben See und Boote und alles, was halt im Wasser abspielt. Und ob Neville Strike da halt nochmal eine Schippe draufsetzt in Sachen Meer und Boot, weil das, wie gesagt, das gibt's halt so in Teil 4 schon. Das weiß ich nicht. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf. Und ich glaube, das seid ihr auch. Aber naja, gut. Jetzt geht's erstmal darum, dass wir hier in Battlefield die Runde noch beenden, die wir jetzt gerade am Laufen haben. Und was sagt denn eigentlich die KDA? 11,6. Geht doch eigentlich okay. Boah, da kommen sie in Scharen, alle angesprintet. Snipert er mich weg. Na gut. Aber wieso ist denn jetzt eigentlich da gerade keine Killcam? Ich habe gar nicht den Typen gesehen, der mich gekillt hat. Na gut. Das kann, glaube ich, schon mal vorkommen. Ja, die AK-12, habe ich. AK-15. Ich nehme eigentlich immer gerne die ACR und MTA nehme ich gerne auf den Nahkampfbereichen mit. Auf der Map ist aber Nahkampf eher nebensächlich. PDWs habe ich leider noch nicht so viele. Wenn überhaupt die AS-Wahl, die vielleicht ganz witzig ist, muss ich mal schauen bei Gelegenheit. Aber das mache ich wahrscheinlich auch wieder alles auf Metro. So, jetzt schauen wir uns aber hier nochmal die Map an. Und ja, was heißt, wir schauen uns die an und dabei fliege ich ein bisschen mit dem Jet rum. Und schauen mal, wie lange ich überlebe. Jetfliegen macht mir ja sowieso in Battlefield 4 überhaupt keinen Spaß, muss man sagen. Die Flak ist beispielsweise viel zu overpowered und die Jets machen kaum Schaden. Also sowohl die Jagdbomber machen gegen Bodenziel halt nahezu keinen Schaden mehr. Und da muss man erst wirklich tonnenweise Zeugs freispielen. Also jetzt muss ich mal die Flares raushauen. Tonnenweise Zeugs freispielen, um überhaupt einigermaßen eine Chance zu haben. Ja, jetzt bin ich wieder kaputt. Das war's schon wieder. Und ja, jetzt stehe ich halt hier rum. Wie gesagt, jetzt ist vielleicht Geschmackssache. Jemand, der ein Überpro ist, wird sicherlich Spaß haben. Aber der normale Battlefield-Spieler, so wie ich, der hat wahrscheinlich daran wenig Spaß und wird wohl erst tonnenweise Zeugs freispielen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und wie gesagt, das Bordgeschütz des normalen Jets macht keinen Schaden gegen Bodenfahrzeuge. Macht fast gar keinen. Also, und auch das Bordgeschütz des Jagdbombers, welches ja in Battlefield 3 eigentlich dafür stand, eben besonders viel Schaden zu machen, macht auch nur noch bedingt Schaden. Also, das ist alles irgendwie Käse. Deshalb, naja, gut. Aber man kann sich ja aussuchen. Also, wenn man sagt, die Jets sind scheiße, dann spielt man halt eben kein Jet. Macht ja dann auch nichts. Aber jetzt muss ich mal wieder einen Befehl geben, sehe ich gerade. Meine Squaddies wollen ja auch mit Befehlen versorgt werden. Und immer wissen, wo es lang geht. Okay, hier da hinten ist ein Feind. Jetzt bin ich schon so schnell bei A. Ich dachte, ich wäre noch total weit weg. Das täuscht aber. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen. Da oben immer ein Feind. Jetzt werfe ich am besten mal ein Granätchen da hoch. Zur Begrüßung. Ah, die war schlecht geworfen. Da ist ein feindliches Gunship in der Luft, sehe ich gerade. Jetzt hat er mir den Kill. Das Problem ist, haben 3% Gesundheit, hätte ich ihm mehr abziehen müssen, dann wäre das als hätte das als Kill gezählt, dieser Assist. Hat er dann doch nicht. Deshalb bin ich auch so ein bisschen enttäuscht gewesen von mir selbst. Aber tut ja auch nichts zur Sache jetzt. Gut, haben wir jetzt mal so ein Roller ETV. Die Jeeps sind auch ganz witzig, die gab es ja alle auch schon in Battlefield 3. Auch diesen Roller gab es wohl.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir überall noch, weiß nicht, sind hier... Ah, da ist gleich einer. Alle weglaufen. Jetzt sind sie da sofort hier, da zur Stelle. Komm her, komm her. Achso, wo war er? Achso, da oben. Okay, okay. Das ist sogar eine der Waffen, die er jetzt da hat, die SA-2. Die kommt aus dem Neville Strike. Da ist die, glaube ich, schon dabei. Der Neville Strike, also das wissen ja die Premium-Mitglieder unter euch, wissen ja, dass die ganzen Aufträge für die DLCs hat man schon vorher. Also ich habe auch Neville Strike-Aufträge jetzt gerade schon verfügbar, schon seit ein paar Tagen. Also die hat man schon immer was vorher, deswegen wundert man sich immer so ein bisschen, hör, der Neville Strike ist doch gar nicht draußen und der hat schon eine Waffe aus Neville Strike. Nee, nee, also man kann die schon jetzt spielen, die Aufträge. Ja, was ist die Frage, ob man jetzt, ich komme mal bei ihm raus, in der Hoffnung, dass er so ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da macht. Ja, oder auch nicht. War aber auch ein bisschen so meine Schuld, ich hätte den eigentlich längst killen müssen. Idioten schlaft weiter. Okay, da ist jemand mit seinem Team nicht so zufrieden. Warte mal, jetzt, der Typ ist tot, aber hier hinten ist wieder einer gespawnt. Ja, der kriegt sofort auf die Omme. Da oben, das sieht frei aus. Laufe ich jetzt einfach mal hier durch. Ich glaube, hier kommt jetzt einer lang. Ach, da oben ist er drauf. Na gut. Was ist das denn jetzt? Schießt einer mit seinen Raketen rum oder was? Wie komme ich jetzt hier eigentlich hoch? Ach, hier. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt könnte hier überall einer stehen, der auf uns wartet. Oh, jetzt ist die Frage, wann mal hier. Gehe ich hier direkt hin? Wenn man halt nicht treffen kann, muss man halt scheiße spielen. Ja, das ist, dann habe ich ein ganzes Magazin in die Luft geblasen und dann kommen die auch noch und schießen mich da tot. Das hasse ich ja immer. Okay, was haben wir jetzt? 12,9? Hm, okay. Geht besser. Jetzt ist der Boost auch weg, jetzt muss ich wieder einen neuen Boost reinhauen. Ja, der ist da so weit drauf. Dann gehe ich mal hier hin. Ja, das ist direkt tot. Das ist doch auch doof. Jetzt steht er da hinten rum, ey. Das ist wieder scheiße. Aber warum laufe ich da auch rein in die Höhle des Löwen? Verstehe ich nicht. Warum mache ich so einen Mist? Mann, ey, wieso mache ich so eine Scheiße auch, ey? Ah, das ist doch alles doof. Ja, jetzt weiß ich schon, warum ich, warum ohne Squad spielen scheiße ist. Ah, ja, toll. Na toll, ja, das... Danke, jetzt nimmt er uns den Punkt hier weg. Ich sehe ihn oder nicht mal. Ich glaube aber, der ist hier drin. Ja, da ist er. Ah, danke. So, das ist mein Kill. Okay, aber das sieht doch soweit hier wieder gesaved aus. Ah, dieses Rost sieht gut aus hier. Ist gut gelungen. Jetzt nimm schon ein. Jetzt komm, jetzt mach schon. Okay. Ich könnte aber schwören, dass ich hier irgendwo noch einen Feind gesehen habe, da oben. Und da wollen wir jetzt mal aufräumen. Ah, ich schieße hier rum. Ah, da unten. Boah, knapp, 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 knapp. Ja, jetzt schießen sie hier auf uns. B ist auch verloren, kann man sagen. Oder, ja, es ist so. Oh, da ist sofort ein Panzer. Ja, jetzt fahr weg. Achso, und den noch getroffen. Na gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir zumindest den Panzer einmal angefiegt. Wo ist er denn hin? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn Hilfe bei Kill bekommen habe. Das würde bedeuten, dass ich den Panzer gar nicht, achso. Jetzt, ja. Sterbe ich halt hier. Vielleicht auch nicht. Vielleicht überlebe ich das hier auch noch so. Oh. Ja, der überlebt das nicht. Jetzt hampelt er hier rum. Also, das ist ein Panzer. Ah, getroffen. Jetzt hier Position wechseln und dann nochmal eine rein. Ja, getroffen.
Ja, die RPG lässt sich eigentlich gut kontrollieren, finde ich. Also es, man sagt zwar, die RPG hätte eine starke gekrümmte Flugbahn und sowas, aber ich finde, man kann sie gut kontrollieren. Also es sagen immer Leute, ja, soll es ja eigentlich nur Nahkampf und sowas, und das sagen auch Leute, dass die irgendwie, keine Ahnung, es hat zwar den höchsten Schaden, aber gäbe ja deutlich bessere Panzerfäuste. Finde ich eigentlich gar nicht. Also erstens finde ich es schon mal gut, weil sie den höchsten Schaden hat, und zweitens lässt sie das eigentlich super kontrollieren. Also ich finde, dafür, dass sie dass das alle sagen, fliegt sie echt sehr, sehr gerade. Also von hier könnte ich locker da hinten irgendwie einen Panzer treffen. Also jetzt ist direkt ein Feind. Wo ist er denn hin? Also da unten irgendwo bestimmt. Okay, jetzt sind nur 15 Tickets. Ah, jetzt bin ich gestorben. Aber das lief ja eigentlich gut. Habe jetzt 3 Waffen freigespielt, davon 2 innerhalb oder von einem Auftrag. Jetzt muss ich eigentlich mal direkt mal reinschauen. Also jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, noch irgendwas zu schauen. Ja, die Schrotflinten habe ich alle, Scharfschützen, alle Karabiner, fehlen halt noch ein paar. Aber die müsste ich eigentlich, muss ja sowieso, ein Großteil der Karabiner sind ja noch, muss man ja über einen Auftrag, über EP freispielen. Also die meisten davon habe ich ja bisher auch schon so über Aufträge, also MTAR beispielsweise. Okay, das war jetzt eine etwas längere Runde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran, mir ein bisschen zuzuschauen, wie ich alleine spiele. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen von Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Vincent. Ciao.